Basim ibn Ishaq. Wie hast du diesen Ort gefunden? Das war leicht. Ich musste nur der Blutspur folgen. Du solltest nicht hier sein. Redest du mit ihm? Manchmal. Ja. Doch er antwortet nicht. Ich schon. Wir haben uns auseinandergelebt. Seit jenem Tag. Doch was wir erlebten dort im Palast. Das Licht. Diese Geräusche. Das kannst du doch nicht vergessen haben. Anders als du, Nihal, lasse ich die Vergangenheit ruhen. Gestern ist Vergangenheit für dich? Und dein Djinn, dieser abscheuliche Schatten, der auf deiner Brust liegt, ist er auch in der Vergangenheit? Nein, der ist noch hier. Manchmal, sogar am Tage, spüre ich seinen Atem im Nacken. Der Albtraum dringt in die Realität ein. Oder war schon immer ein Teil von ihr. Er ist Teil deiner Wirklichkeit, Basim. Auch ich bin Teil deiner Wirklichkeit. Und deiner Vergangenheit. Sag, wirst du mich dort ruhen lassen? In einem Winkel deiner Erinnerung? Das werde ich nicht. Wenn du aber einen mechanischen Teppichfeger erfinden könntest. Basim. Es ist getan. Und wie hat es sich abgespielt? Ich fürchte, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Heben wir sie uns fürs Lagerfeuer auf. Das hast du gut gemacht. Ich muss wieder an die Arbeit. Du weißt, wie schnell ich mich langweile. Danke für alles, was du getan hast. Ich meine es ernst. Das hast du gut gemacht. Eine Sache noch. Arib, war sie beteiligt? Nicht, dass ich wüsste. Doch wir müssen wachsam bleiben. Tabit, ich möchte dich etwas fragen. Bitte, nur zu. Was kannst du mir über Ahmad ibn Musa erzählen? Ahmad und seine Brüder sind Söhne eines berühmten Sternenkundlers und überragender Mathematiker, Erfinder und Wissenschaftler. Zusammen verfassten sie das Buch der Erfindungen, in dem sie wunderbare Automaten beschreiben. Weshalb schloss er sich uns an? Die Banu Musa standen einst El-Mutawakkil nahe. Aber das Abbasiden-Kalifat widerte sie zunehmend an. Was ist geschehen? Sie weigern sich, davon zu sprechen. Also wer weiß. Es gibt so viele Gründe, von den Abbasiden angewidert zu sein. Gibt es noch etwas? Warum ist Al-Abbasiyah wichtig? Dieser Bezirk bildet das Zentrum der Bildung in Bagdad. Hier findet sich alles Wissen der Welt. Sollte ich bestimmte Orte untersuchen? Folge der Spur, wohin auch immer sie führen mag. Neben dem Haus der Weisheit gibt es noch andere wichtige Stätten. Auf jeden Fall solltest du dir die Märkte, die Sternwarte und die Eselskuppel ansehen. Ich erinnere mich gut an die Sternwarte. Einmal traf ich dort den großen Sternkundler Al-Khwarizmi. Sicher eine wunderbare Erfahrung.
Und sollten dir einmal die Muskeln schmerzen, ist ein Bad im prächtigen Hammam von El Abbasiyah eine Wohltat. Nach einer langen Kletternacht auf den Dächern klingt das gut. Gibt es noch etwas? Erzähl mir mehr über dich, Tabit. Ach, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich mag Gedichte. Reicht das? Na komm, sei nicht so bescheiden. Wie du willst. Ich komme aus En-Nubatu, einem trockenen Land südlich von Misr. Mein Vater schickte mich zum Islamstudium nach El-Kahira. Dort lernte ich mit brennender Gewissheit, richtig und falsch zu unterscheiden. Und die Verderbtheit in El-Kahira war sehr falsch. Wir begehrten auf. Der Aufstand scheiterte und ich floh nach Bagdad. Die Verborgenen nahmen mich auf. Und hier bin ich nun. Eines Tages solltest du die ganze Geschichte erzählen. Gibt es noch etwas? Dankeschön. Das wäre erst einmal alles. Frieden, Sadiq. Willkommen, willkommen! Was gibt es Neues aus eurer Werkstatt? Sieh dich um! Genug gesehen. Kannst du das verbessern? Das ist mein Angebot. Sonst noch was? Ich danke für eure Hilfe. Bis bald. Sei gegrüßt. Was hast du da? Hier gibt es viel zu stöbern. Es wird sich anfühlen wie eine Verlängerung deines Arms. Keine Klinge beißt so zu wie diese. Was, das? Ich muss aufbrechen. Gute Reise. Händler,
Schlachtereien? Bürger, der Mutterschiff möchte alle Händler daran erinnern, dass ihr euch strikt an die Höchstpreise der jeweiligen Waren zu halten habt. Kein Preis darf über dem festgelegten Betrag liegen, sofern keine ausdrückliche Erlaubnis des Vermietens vorliegt. Du sagtest, du bräuchtest Hilfe, Darwish. Dabei den Aufstand aufrechtzuerhalten, nehme ich an. Richtig. Mit Geld lässt sich da viel erreichen. Aber ohne die richtigen Mittel lässt sich schlecht an Geld kommen. Sieh mal. Es heißt, dass unsere feinen Bürger seltene und einzigartige Gegenstände mit sich herumtragen. Erleichtere sie von dieser Bürde, Bassimund, werde belohnt. Und du weißt wirklich, wie man die benutzt? Der weise Mann. Lass dich nicht unterkriegen. Möge Allah uns wieder zusammenführen, Bassim.